Existenz. Existenz bedeutet das Dasein, das Vorhandensein. Existenz kommt eigentlich vom Lateinischen existere, heraustreten, vorhandensein. Eigentlich bedeutet existere, dass etwas ist, esse, und aus diesem Seinszustand tritt man heraus. Existenz bedeutet also, dass etwas existiert und es macht sich bemerkbar. Die Existenz ist in der Philosophie die Bezeichnung des Vorhandenseins eines Dingens oder auch überhaupt das Vorhandensein von überhaupt etwas. Kann man die Existenz Gottes beweisen? Die Existenz Gottes ist nicht beweisbar. Die Existenz Gottes ist auch nicht falsifizierbar. Aber die Existenz Gottes ist zu erfahren, indem du meditierst, indem du Yoga übst, indem du dein Herz öffnest, spürst du eine höhere Wirklichkeit. Und das, was du in tiefer Meditation erfährst, diese Gewissheit, kannst du als für dich als Zeichen sehen für die Existenz Gottes. Und im höchsten Bewusstseinszustand erfährst du deine vollständige Einheit mit allem. Dort stellt sich die Frage der Existenz Gottes nicht mehr. Du wirst eins mit diesem Göttlichen, mit der kosmischen Existenz.